Begrüße Sie ganz herzlich wieder in unserem Webinarraum, Thema verschlüsselte sichere Kommunikation, und übergebe gleich an Frau Knöchel, die sich vielleicht selbst vorstellt. Ja, vielen Dank. Hallo auch nochmal von mir. Mein Name ist Mandy Knöchel. Ich arbeite an der Martin-Luther-Universität in Halle im Institut für Informatik, bin dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt und arbeite in dem Projekt des Cyber-Security-Verbundes Sachsen-Anhalt. Den haben wir in Zusammenarbeit mit den Hochschulen Halle, Magdeburg und Wernigerode gegründet, um Unternehmen, also vor allem kleinen mittelständischen Unternehmen, in Sachen IT-Sicherheit unter die Arme zu greifen. Also wenn da Bedarf besteht von Ihrer Seite, können Sie sich gerne an uns wenden. Das heutige Webinar soll sich mit dem Thema verschlüsselte und sichere Kommunikation beschäftigen. Das ist natürlich ein sehr weit gefasstes Gebiet, deswegen möchte ich mich vor allem auf die E-Mail-Kommunikation beschränken, wie Sie wahrscheinlich auch aus der Webinar-Beschreibung schon entnommen haben, weil ich denke, da ist der meiste Bedarf, da wird noch am wenigsten in Sachen Verschlüsselung verwendet und deswegen sollte man das vielleicht mal besprechen. Okay. Wie sieht das aus? Bevor wir starten, also, können Sie uns einen Gefallen tun? Sie sind sehr leise zu verstehen. Können Sie es irgendwie ein bisschen lauter machen? Okay, dann, also ich kann, also das Mikro kriege ich jetzt nicht lauter, dann muss ich. So, können Sie mich jetzt besser verstehen? Ja, wesentlich, vielen Dank. Okay. Ja, also das Mikro ist noch ein bisschen, kriege ich irgendwie nicht lauter, dann nehme ich das andere Mikro vom Laptop. Kein Problem. Also so ist jetzt in Ordnung. Ich bin von allen zu verstehen, ja? Ja, super. Ja. Okay, gut. Dann, wie sieht das aus bei der E-Mail-Kommunikation? Also wie funktioniert das erstmal? Wir haben den Sender und den Empfänger, der Sender möchte dem Empfänger eine E-Mail schicken. Dann wird er natürlich das erstmal in seinem E-Mail-Programm oder meinetwegen im Browser auf der Webseite von dem E-Mail-Provider seine E-Mail schreiben. Und wenn er die abschickt, landet die dann erstmal bei seinem Mail-Server. Also das ist von dem, wo er die E-Mail-Adresse her hat. Also meinetwegen eine GMX-E-Mail-Adresse würde dann bei dem Webserver von GMX landen. Dieser guckt dann, wo soll die E-Mail hingehen. Wenn das ein anderer Anbieter ist, dann schickt er diesem Anbieter diese E-Mail weiter. Also meinetwegen, der Empfänger hat eine Google-Mail-Adresse, dann wird die E-Mail dann bei einem Google-Server landen. Und wenn der Empfänger dann seine E-Mails abruft, dann werden diese auf seinen Rechner übertragen. Dazu muss man wissen, dass diese ganze Kommunikation im Grunde erstmal ohne Verschlüsselung abläuft. Das ist historisch bedingt, weil zu dem Zeitpunkt, wo E-Mails eingeführt wurden, noch nicht so wirklich an Verschlüsselung zu denken war oder zumindest da noch nicht der Fokus drauf lag. Und deswegen wird auch eine E-Mail oftmals mit einer Postkarte verglichen, weil man, wenn man eine Postkarte in den Briefkasten wirft, kann ja auch theoretisch der Postbote diesem mitlesen. Deswegen wird das gerne so als Vergleich herangezogen. Wie können wir jetzt eine Verschlüsselung in die Sache reinbringen? Und da gibt es zwei Arten von Verschlüsselung, die eingeführt wurden. Das ist einmal die Transportverschlüsselung und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und auf die zwei Arten möchte ich jetzt einmal eingehen und erklären, wie kann man das in seinem E-Mail-Programm auch erkennen und einstellen. Dann zu der Transportverschlüsselung. Das bedeutet, dass diese Kommunikationswege, diese Übertragungen zwischen den einzelnen Komponenten, also den einzelnen Servern, werden jetzt verschlüsselt mit einer Technologie, die nennt sich SSL-TLS. Wem das nichts sagt, also das benutzen wir eigentlich tagtäglich, wenn wir zum Beispiel Webseiten aufrufen und da sowas wie HTTPS oben in der URL drin steht, dann ist das im Hintergrund genau dieses Verfahren. Das hat man dann auch bei E-Mails hinzugefügt und das sorgt also dafür, dass diese einzelnen Kommunikationswege jetzt verschlüsselt werden.
Dass der Nachteil daran ist oder die Eigenschaft davon ist, es wird nicht die E-Mail selber verschlüsselt, sondern wirklich nur diese Übertragung. Und was eben der große Nachteil daran ist, auf diesen ganzen Zwischenstationen liegt die E-Mail dann trotzdem unverschlüsselt vor. Also in Ihrem Postfach, in dem Gesendet-Ordner zum Beispiel oder bei dem Empfänger im Postfach liegt diese E-Mail dann unverschlüsselt vor. Und wenn Google zum Beispiel wollte, könnten Sie auch die E-Mails dann lesen. Das ist natürlich noch nicht ideal, aber es ist auf jeden Fall besser, weil wir einen Angreifer, der jetzt diese Kommunikation belauscht, in dem Fall nicht mitlesen kann. Ein weiterer Nachteil oder Eigenschaft ist, wir sehen hier, ich habe so kleine Fragezeichen an diese zwei Übertragungswege geschrieben. Wir wissen, also wirklich beeinflussen können wir nur diesen ersten Übertragungsweg zu unserem Mail-Server. Das können wir in unserem E-Mail-Programm einstellen. Wie das Ganze dann weitergeht, darauf haben wir eigentlich keinen Einfluss. Wir können zwar annehmen und hoffen, dass da auch eine Verschlüsselung eingesetzt wird, aber wir wissen es nicht hundertprozentig. Und auch auf dem Weg zum Empfänger kommt es dann darauf an, was der Empfänger in seinem E-Mail-Programm eingestellt hat, wie das dann abgerufen wird. Wie können wir jetzt diesen ersten Weg gucken, dass das so richtig konfiguriert ist? Und da gibt es in unserem E-Mail-Programm die Einstellung, müssen wir suchen, dass da SSL-TLS drin steht oder Start-TLS, wobei das SSL-TLS die bessere Variante ist, weil dann von vornherein verschlüsselt übertragen wird. Bei Start-TLS wird erstmal unverschlüsselt angefangen und dann auf die Verschlüsselung umgeschalten. Also deswegen ist immer empfehlenswert, dass man das SSL-TLS einstellt. Jetzt möchte ich mal kurz zeigen, wie das in unserem E-Mail-Programm aussieht. Als Beispiel möchte ich hier den Thunderbird nehmen, einfach weil das, ich sag mal, es ist ein freies E-Mail-Programm, recht geläufig, also kann man auf allen Betriebssystemen betreiben. Die Beispiele, die ich zeige, gehen natürlich auch bei allen anderen E-Mail-Programmen genauso. Ich habe mir jetzt hier mal eine Test-E-Mail-Adresse eingerichtet, also bitte keine E-Mails an die schicken, die existiert nur für heute. Und wenn wir hier auf die E-Mail mit einem Rechtsklick unter dem Punkt Einstellungen, können wir uns dann hier die Einstellungen für die E-Mail-Adressen, die wir eingerichtet haben, angucken. Und hier gibt es den Punkt Server-Einstellungen. Und da findet man dann auch unter Verbindungssicherheit hier dieses schon genannte SSL-TLS. Wenn man das aufklappt, sieht man auch die anderen Varianten. Das Start-TLS oder keine, also keine dann eben unverschlüsselt übertragen, ist natürlich nicht zu empfehlen, sondern möglichst immer diesen Punkt SSL-TLS auswählen. Wenn man das mal ändert, sieht man auch, dass der Thunderbird hier oben diese Porteinstellung ändert. Also hier ist jetzt die 143 und jetzt die 993. Also es wird, man muss, wenn das E-Mail-Programm nicht selber macht, muss man dann auch hier noch den Port ändern. Dazu einfach gucken, auf den Webseiten von dem E-Mail-Provider steht, findet man das auch, welche Ports da eingestellt werden müssen. Das Gute ist, wenn man jetzt sich so eine E-Mail-Adresse neu einrichtet, ist das eigentlich der Standard. Da müsste man jetzt nichts mehr ändern. Das wird eigentlich komplett so eingerichtet. Es sei denn, Sie benutzen schon seit vielen, vielen Jahren Ihr E-Mail-Programm, dann kann es natürlich sein, dass hier noch eine alte Einstellung ohne Verschlüsselung drin steht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken, was da eingestellt ist. Ansonsten muss man für diese Transportverschlüsselung nicht allzu viel mehr machen. Also das ist der große Vorteil. Das wird mittlerweile eigentlich standardmäßig so durchgeführt. Und wenn Sie Ihre E-Mails im Browser aufrufen, dann ist natürlich wichtig, dass da HTTPS als Übertragung steht, wie man es auch von Online-Banking und sowas kennt, dass man darauf achten sollte. Das gilt dann auch für die E-Mails. Gut, kommen wir zu der eigentlichen E-Mail-Verschlüsselung, wie man sie nennen kann. Wird auch als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bezeichnet. Kennt man vielleicht auch von solchen Messenger-Diensten wie WhatsApp, die jetzt auch so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt haben.
Das bedeutet, dass von einem Ende der Kommunikation zum anderen Ende der Kommunikation komplett verschlüsselt übertragen wird, also auch die Zwischenstationen da nicht mehr mitlesen können. Und das wird gemacht, indem die E-Mail selber verschlüsselt wird. Also nicht nur der Übertragungsweg, sondern die E-Mail an sich wird verschlüsselt. Und damit kann also keiner, der hier in der Mitte, meinetwegen auch keiner von Google oder von irgendwelchen anderen E-Mail-Servern, könnte da jetzt mitlesen. Also weil die E-Mail eben komplett verschlüsselt ist. Okay. Wenn wir von E-Mail-Verschlüsselung reden und also von geht jetzt im weiteren Verlauf immer um diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann gibt es da noch zwei Begriffe, die man unterscheiden muss, das sehr wichtig ist. Und zwar einmal die Verschlüsselung an sich und die Signatur. Wenn wir im Thunderbird so eine E-Mail öffnen, die verschlüsselt übertragen wurde, dann kann man hier ganz gut die zwei Symbole sehen, die dafür stehen. Einmal dieses Schlosssymbol und dieser versiegelte Briefumschlag, also das Schlosssymbol, kann man sich denken, steht für die Verschlüsselung. Und der versiegelte Briefumschlag steht in dem Fall für die Signatur. Wenn man da mal draufklickt, zeigt einem auch Thunderbird noch so ein bisschen eine Erklärung für die Symbole an. Also was wir schon gesehen oder was ich schon gesagt habe, dieses Schlosssymbol steht dafür da, dass die Nachricht verschlüsselt übertragen ist. Das ist das, was die meisten sich wahrscheinlich unter Verschlüsselung vorstellen, also dass jemand anders nicht mitlesen kann. Also nur der Sender und der Empfänger, die den Schlüssel haben, können diese E-Mail auch lesen. Das zweite, wofür dieser Briefumschlag oder also dieses Siegel, der versiegelte Briefumschlag steht, bei Outlook zum Beispiel ist nur so ein Siegelsymbol, das steht dafür, dass die Nachricht digital unterschrieben ist. Also wird auf Deutsch gerne digitale Unterschrift genannt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, also Thunderbird sagt es einem auch hier schon, die Nachricht wurde nicht verändert, seit sie gesendet wurde. Das heißt, diese Signatur gibt einem zwei Informationen. Zum einen, wie wenn man sich das vorstellt, dass man die Postkarte in dem versiegelten Briefumschlag packt, wenn das Siegel noch intakt ist, kann man davon ausgehen, dass diese Nachricht nicht verändert wurde. Und genau das, dafür steht auch diese Signatur. Das sagt einem Thunderbird ja auch. Und das Zweite, wofür die Signatur auch noch steht, ist, wir sehen, wo, von wem die Nachricht kommt. Das heißt, also ich habe es jetzt verpixelt, aber normalerweise würde hier der Name und die E-Mail-Adresse von der Person stehen, wo diese Nachricht herkommt. Jetzt könnte man sich denken, naja, man weiß ja, wo die herkommt, steht ja hier im Von-Feld drin, von wem die Nachricht kommt. Ganz so einfach kann man das jedoch nicht sagen, weil dieses Feld, also dieser Absender, leicht gefälscht werden kann. Das ist in dem E-Mail-Protokoll leider, wird das nicht überprüft, ob derjenige, der hier als Absender eingetragen ist, auch wirklich diese E-Mail verschickt hat. Dementsprechend kann man das recht leicht fälschen und diese Signatur gibt einem sozusagen die Gewissheit, dass das auch wirklich von dieser Person kommt. Das Ganze wird uns garantiert und zwar steht hier, von wem das Ganze, dieses Zertifikat nennt man das Ganze, von wem das kommt. Und in dem Fall ist es der DFN-Verein, das ist die stellen die Zertifikate für unsere Universität bereit. Von dem kann man, also die garantieren einen diese Angaben, die haben das geprüft und garantieren einem das, deswegen steht hier herausgegeben von. Und man muss jetzt sozusagen, wenn man so eine E-Mail erhält, im Prinzip diesem Herausgeber jetzt vertrauen, dass die das auch wirklich geprüft haben und dass das auch stimmt, was in diesem Zertifikat steht. Also hier nochmal zusammengefasst, die Verschlüsselung steht also, sorgt dafür für die Vertraulichkeit, das heißt, dass niemand unberechtigt darauf zugreifen kann auf unsere oder mitlesen kann unsere Nachricht. Und die Signatur steht für die Integrität, also dass die Daten oder der Inhalt der Nachricht nicht verändert wurde. Und für die Authentizität, also dass der Absender authentisch ist, also auch wirklich der ist, der vorgibt zu sein.
Warum hat man das jetzt getrennt gemacht und nicht einfach ein Symbol dafür verwendet? Das ist leicht zu erklären, weil die Voraussetzungen für diese einzelnen Verfahren oder um das so abzusenden, sind unterschiedlich. Und zwar für die Signatur reicht es aus, wenn der Absender ein solches Zertifikat verwendet und das dann entsprechend einstellt in seinem E-Mail-Programm, dann kann auch ein Empfänger, der keine Ahnung von Verschlüsselung oder das überhaupt nicht eingestellt hat, kann dann trotzdem diesen Briefumschlag sehen. Das machen mittlerweile immer mehr Firmen, zum Beispiel wenn man von DHL eine E-Mail bekommt mit ihr Paket kommt bald, dann ist diese E-Mail von DHL signiert, dass man auch weiß, dass das wirklich von DHL kommt und nicht von irgendeinem Betrüger, der einen auf seine Webseite locken möchte. Also so kann man, ich sag mal, die Gewissheit haben, von wem eine solche E-Mail stammt. Für die Verschlüsselung ist es notwendig, dass sowohl Sender als auch Empfänger beide dieses Verschlüsselungsverfahren verwenden und das eingerichtet haben. Also dafür müssen wirklich beide das benutzen. Okay, kommen wir dazu, wie man diese Verschlüsselung jetzt benutzt. Also ich möchte jetzt auf keinen Fall die mathematischen Hintergründe erklären. Allerdings, da einige Begriffe in dem Zusammenhang gerne immer wieder genannt werden, ist es zumindest wichtig zu verstehen, wie diese Verschlüsselung abläuft. Und zwar wird bei der E-Mail-Übertragung eine sogenannte asymmetrische Verschlüsselung verwendet. Das bedeutet, im Gegensatz zur symmetrischen Verschlüsselung, wo wir für die Ver- und Entschlüsselung den gleichen Schlüssel haben, also die gleichen Zeichenkette benutzen, um die Nachricht zu entschlüsseln, haben wir das Problem, wie kriegen wir jetzt diesen Schlüssel übertragen, weil wenn ich den Schlüssel sicher übertragen kann, dann könnte ich ja die Nachricht übertragen. Also das ist so dieses Henne-Ei-Problem. Und damit wir das lösen können, gibt es diese sogenannte asymmetrische Verschlüsselung. Hierbei gibt es zwei verschiedene Schlüssel. Einmal einen privaten Schlüssel, der deswegen nennt er sich auch privater Schlüssel, der sollte unbedingt geheim gehalten werden. Also nur für denjenigen, der den auch besitzt, sollte dieser Schlüssel zugänglich sein, also auch niemals per E-Mail an andere Personen verschicken. Der muss geheim bleiben und wird zum Entschlüsseln der Nachricht verwendet. Und an Ihre Kommunikationspartner, also mit denen, die Ihnen eine Nachricht schicken wollen, wird dann der öffentliche Schlüssel verteilt, der wird verwendet, um die Nachricht zu verschlüsseln. Also Ihr Kommunikationspartner verschlüsselt die Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel und Sie können sie dann selber mit dem privaten entschlüsseln. Also das ist das Prinzip dahinter. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist, weil das übernimmt eigentlich Ihr E-Mail-Programm für Sie. Aber wenn man mal irgendwo diese Begriffe privater Schlüssel liest, ist es wichtig, der muss wirklich geheim gehalten werden. So, jetzt kam auf der vorherigen Folie schon der Begriff des Zertifikats vor. Und da ist wichtig, also man muss wissen, dieses Zertifikat, also wenn man zum Beispiel hier nochmal guckt und sich, wenn wir hier auf diese Schaltfläche Unterschriftszertifikat anzeigen gehen würden, öffnet sich genau dieses Fenster von Thunderbird, was einem das Zertifikat für diese Signatur anzeigt. Also ein Zertifikat ist das, was man sich, wenn man auch im echten Leben wie eine Urkunde bekommt, wo man etwas zertifiziert bekommt, enthält verschiedene Angaben, die einem sozusagen von dem, der das Zertifikat herausgibt, bescheinigt werden. Und im Fall des E-Mail-Zertifikates ist natürlich klar, hier steht die E-Mail-Adresse drin. Das ist natürlich das Wichtigste. In der Regel stehen auch noch Informationen zu der Person, also wie Name, Organisation. Also bei meinem Zertifikat sieht man jetzt, hier steht mein Name, die Universität und das Institut für Informatik als Organisation drin. Und das Ganze wird, wie gesagt, von einem Aussteller zertifiziert und das in dem Fall wieder der DFN-Verein. So ein Zertifikat hat eigentlich auch immer eine Gültigkeitsdauer. In diesem Fall sind es, kann man sehen, 3 Jahre.
da gibt es unterschiedliche Gültigkeitsdauern. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie viel das Zertifikat gekostet hat oder auch wo man das beantragt hat. Wichtig jetzt, wofür ist das Zertifikat da? Natürlich, der wichtige Teil ist, es enthält diesen öffentlichen Schlüssel. Das heißt, anstatt den Leuten direkt diesen Schlüssel nur zu schicken, sie müssen ja auch wissen, zu wem gehört dieser Schlüssel, wird dieser also in Form von so einem Zertifikat an den Kommunikationspartner übermittelt. Aber wie gesagt, das macht alles das E-Mail-Programm, wenn man das richtig eingerichtet hat. Okay, jetzt. Das war also der theoretische Teil zum Thema E-Mail-Verschlüsselung. Jetzt kommen wir mal dazu, wie macht man das in der Praxis? Da muss man erwähnen, es gibt mittlerweile zwei Hauptverfahren, die dafür benutzt werden. Und zwar ist das einmal dieses S-MIME-Verfahren. Also wie beim HTTPS steht hier auch das S für Secure. Und das MIME ist ein Protokoll, was bei der E-Mail-Übertragung verwendet wird. Oder das zweite Verfahren ist das PGP oder PGP-Verfahren. Die beiden Verfahren sind erstmal in diesem Prinzip, was ich erklärt hatte, mit öffentlichen und privaten Schlüsseln erstmal völlig identisch. Also die mathematische Umsetzung ist da gleich. Wo die sich unterscheiden, ist jedoch, wie sieht die E-Mail dann aus, also das Format. Und auch, wie sehen diese Zertifikate aus und vor allem, wo bekommt man die her und was kosten die? Also diese praktischen Dinge sind also bei den beiden Verfahren unterschiedlich und da sind auch die Vor- und Nachteile jeweils drin begründet. Also da muss man gucken, was für einen selber, ich sag mal, wichtig ist. Das Wichtige dabei ist, Sender und Empfänger müssen das gleiche Verfahren verwenden, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Also es nützt nichts, wenn Ihre Empfänger alle das eine Verfahren verwenden und Sie verwenden das andere, dann können Sie trotzdem nicht verschlüsselt kommunizieren. Also beide müssen sich auf eins einigen. Und natürlich muss Ihr E-Mail-Programm das Ganze auch unterstützen. Und auch wenn Sie eine E-Mail an mehrere Empfänger versenden wollen, muss das alles mit dem gleichen Verfahren geschehen. Ansonsten müsste man die E-Mail eben zweimal abschicken, wenn man jetzt die Hälfte der Empfänger nur das eine oder das andere benutzen. Und ein weiterer Punkt ist, in der Regel ist nur der Inhalt der E-Mail verschlüsselt. Also das, was Sie in das Textfeld eingeben und auch die Anhänge. Allerdings sind Absender, Empfänger, das ist klar, das braucht der Mail-Server, um es zuzustellen. Aber auch der Betreff ist in der Regel nicht verschlüsselt. Also da aufpassen, dass man in dem Betreff keine sensiblen Informationen in den Betreff schreibt. Ansonsten werden die meistens im Klartext übertragen. Also da aufpassen. So, was sind jetzt die Unterschiede bei diesen beiden Verfahren? Oder die Vor- und Nachteile, wenn man so will. Also prinzipiell würde ich für Unternehmensseite empfehlen, dieses S-MIME-Verfahren zu verwenden, einfach weil ich sag mal, die Verbreitung da, denke ich, ein bisschen größer ist. Also das S-MIME-Verfahren ist bei den meisten E-Mail-Programmen, also Thunderbird, Outlook und so weiter, ist das vorinstalliert. Da muss man gar nichts weiter dafür tun. Das wird mitgeliefert. Wie wir schon gesehen haben, werden die Zertifikate von so einer höheren Stelle als CA bezeichnet oder Certificate Authority, werden von so einer Stelle ausgestellt. Also das, was bei uns der DFN-Verein macht. Da gibt es sehr viele verschiedene Anbieter. Also wenn man solche Zertifikate sich beantragen möchte, muss man einfach im Internet S-MIME-Zertifikate mal suchen. Da gibt es unzählige Anbieter, die diese Zertifikate anbieten. Allerdings natürlich, wenn es einen Anbieter gibt, ist das in der Regel nicht kostenlos, sondern ist mit gewissen Kosten verbunden. Das hängt ein bisschen da von verschiedenen Faktoren ab, wie lange ist das Zertifikat gültig und wie groß ist da, also welche Angaben werden dann das Zertifikat überprüft. Also auf jeden Fall
Es gibt wenige Anbieter, die es kostenlos noch machen, aber das ist, denke ich, für einen kommerziellen Einsatz nicht geeignet, da die meistens nur ein Jahr gültig sind. Auf dem dazu, also auch was die Kosten beeinflusst, ist auch die Sicherheitsstufe dieses Zertifikats. Da werden meistens zwischen 3 und 4 Klassen unterschieden, während die geringste Klasse wirklich nur diese E-Mail-Adresse validiert oder überprüft. Also da bekommt man dann so eine E-Mail mit, klicken Sie auf diesen Link, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen. Wird bei den höheren Klassen dann auch Name und Organisation von der Person eingetragen und das dann meistens auch anhand von Ausweisdokumenten überprüft. Bei der höchsten Klasse muss man sogar sich persönlich ausweisen, um dieses Zertifikat zu bekommen. Also das in der Regel sind die dann auch etwas kostenintensiver. Wenn wir auf der anderen Seite das PGP oder Open-PGP-Verfahren angucken. Das Open steht dafür, dass es frei zugänglich ist. Also die Programme sind, oder der Standard ist frei verfügbar. PGP steht erstmal für Pretty Good Privacy. Dafür steht die Abkürzung. Das ist leider in den meisten E-Mail-Programmen nicht vorinstalliert. Das heißt, da muss man sich die Mühe machen und das über Add-ons nachinstallieren. Ist ein kleiner Nachteil, weil die meisten sich dann davor wahrscheinlich scheuen. Also im Prinzip kann man sagen, dass alle Nachteile oder alle Vorteile von S/MIME sind die Nachteile von PGP und umgedreht. So. Das gleiche auch bei den Kosten. Da sind jetzt die Zertifikate wieder kostenlos, was sehr praktisch ist. Die kann man sich selber generieren. Das heißt, man muss nur auf einen Knopf in dem Programm drücken und bekommt dann so ein Zertifikat generiert. Das hat natürlich auch den Nachteil, wenn jeder sich selber dieses Zertifikat generieren kann, gibt es keine höhere Stelle, die das überprüft. Also im Prinzip könnte ich mir jetzt ein Zertifikat auf den Namen Max Mustermann und irgendeine beliebige E-Mail-Adresse ausstellen, ohne dass das jemand überprüfen kann. Deswegen ist sozusagen die Vertrauenswürdigkeit dieser Zertifikate, muss man dann noch selber überprüfen, indem man zum Beispiel mit der Person auf einem anderen Kommunikationsweg das noch abgleicht. Oder eben, wenn man mit dem vereinbart, dass er eben sein Zertifikat schickt und man erhält das zum richtigen Zeitpunkt, ist natürlich wahrscheinlich, dass das auch korrekt ist. Aber auf jeden Fall muss man dieses selber überprüfen, ob das vertraulich ist. Es gibt die Möglichkeit, solche Zertifikate auf sogenannte Key-Server hochzuladen. Also das ist ein öffentlicher Server, wo jeder darauf zugreifen kann, eine E-Mail-Adresse eingeben kann und gucken, ist da ein Zertifikat dafür vorhanden. Das ist natürlich dafür da, um die besser zu verbreiten. Da muss man nicht jedem Empfänger persönlich die erst per E-Mail schicken, sondern hat eben auch diese Möglichkeit. Und es gibt die Möglichkeit, auch dass andere Nutzer sozusagen dieses Zertifikat signieren, also unterschreiben mit ihrem eigenen, um dessen Vertrauenswürdigkeit zu erhöhen. Also wenn man, das wird als sogenanntes Web of Trust bezeichnet, also anstatt einer höheren Stelle zu vertrauen, vertraut man den anderen Nutzern, die eben das überprüft haben. Das ist in der Theorie sehr gut und sehr praktisch. Allerdings müssen dafür natürlich auch viele Nutzer dieses Verfahren verwenden und das machen. Und da sehe ich im Moment noch so ein bisschen den Nachteil, dass das noch nicht so die Verbreitung gefunden hat. Okay, wie funktioniert das jetzt, wenn wir verschlüsselt kommunizieren wollen? Also wir gehen davon aus, Alice möchte Bob. Und die beiden kennen sich vorher noch gar nicht, haben noch nie miteinander kommuniziert, außer dass sie natürlich die E-Mail-Adresse kennen, meinetwegen von der Webseite. Dann muss sie Alice natürlich Bob erstmal ihr Zertifikat schicken. Diese E-Mail ist noch nicht verschlüsselt, sondern enthält nur dieses Zertifikat. Und sollten natürlich noch keine vertraulichen Daten drin stehen, weil, wie gesagt, es ist nicht verschlüsselt. Und wenn Bob dieses Zertifikat dann bekommt, kann er schon eine verschlüsselte E-Mail
an Alice zurückschicken. Also sobald er das Zertifikat von Alice hat, kann er das Ganze dann verschlüsselt zurückschicken. Und jetzt hat auch Alice das Zertifikat von Bob erhalten, was hier in dieser E-Mail mit drin ist. Und ab sofort können beide verschlüsselt kommunizieren. Also so ist der prinzipielle Ablauf, wenn man jetzt eine Person nicht kennt und auch auf anderem Weg keinen Zugriff auf irgendwelche, auf das Zertifikat hat. Also manche Firmen richten sich da ihre eigenen Server ein, wo man dann öffentlich oder wo dann untereinander im Unternehmen die Mitarbeiter darauf zugreifen können. Ansonsten muss man sich das wirklich so per E-Mail zuschicken. So, das Ganze war jetzt ein bisschen viel Theorie, deswegen möchte ich das mal an einem Beispiel im E-Mail-Programm zeigen, wie das funktioniert und wie man das einrichtet. Und zwar, wenn Sie von Ihrem Anbieter, den Sie sich dann ausgesucht haben, so ein Zertifikat erhalten haben, das ist so eine Datei, meistens auf die Endung PFX oder P12 enden diese Dateien. Diese Datei ist wichtig, die sollte auch auf keinen Fall an jemand anders übertragen werden, weil die enthält auch den privaten Schlüssel. Also diese Datei möglichst geheim halten, irgendwo gut sichern, weil diese Datei wird natürlich gebraucht, um die E-Mails auch wieder zu lesbar zu machen. Wenn man so eine Datei erhalten hat, dann ist es im Thunderbird eigentlich relativ simpel. Findet wieder unter dem Punkt Einstellungen ganz unten den Punkt S-MIME Sicherheit. Und unter diesem Feld kann man jetzt diese Datei hinzufügen, indem man hier unten auf Zertifikate verwalten geht, auf ihre Zertifikate, also meine eigenen, und einfach auf Importieren geht. Dann suche ich mir hier das Zertifikat raus, von was ich importieren möchte. Jetzt fragt er mich noch nach dem Passwort, weil, wie gesagt, da ist der private Schlüssel drin. Der wird in der Regel mit einem Passwort gesichert. Das legen Sie dann, wenn Sie das Zertifikat beantragen, legt man das fest, wie dieses Passwort ist. Wenn ich das jetzt mal hier eintrage, dann hat er jetzt dieses Zertifikat hier importiert. Das könnten wir uns auch angucken. Man sieht, hier steht nicht viel drin, weil das nur ein recht einfaches, kostenloses Zertifikat ist, außer der E-Mail-Adresse. Wenn ich das Ganze importiert habe, dann sollte hier jetzt, wenn ich auf Auswählen klicke, mir dieses Zertifikat angezeigt werden. Also wenn ich noch mehr habe, könnte ich hier auswählen. Und das wähle ich jetzt für die digitale Unterschrift aus. Und er fragt mich jetzt, möchte ich das auch nutzen, um die Nachricht zu verschlüsseln? Da sage ich natürlich ja. Also theoretisch könnte man hier verschiedene Zertifikate benutzen, macht aber in dem Fall jetzt nicht so viel Sinn. Dann gibt es hier noch einen wichtigen Haken, den man setzen sollte, nämlich Nachrichten digital unterschreiben als Standard. Das heißt, jede Nachricht, die Sie jetzt mit dieser E-Mail-Adresse verschicken, wird automatisch digital signiert. Ansonsten müsste man das jedes Mal von Hand einstellen. Das ist eigentlich praktisch, wenn man diesen Haken hier setzt. Hier unten kann man noch auswählen, was möchte man standardmäßig haben? Keine Verschlüsselung, dann muss man das selber per Hand noch den Haken setzen. Oder immer verschlüsseln, allerdings muss man dann das deaktivieren, wenn der Sender kein Zertifikat besitzt. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Muss man überlegen, was man da lieber machen möchte. So, wenn ich das jetzt auf OK gehe, dann kann ich hier eine neue E-Mail verfassen und schicke die jetzt mal an unseren Kommunikationspartner, in dem Fall auch eine zweite Test-E-Mail-Adresse. Und dann sehen wir hier oben auch den Punkt S-MIME wieder stehen. Und wenn ich hier auf den Pfeil klicke, zeigt er mir an, was ich machen kann, nämlich verschlüsseln und unterschreiben. Da wir den Haken eben gesetzt haben, immer unterschreiben, ist das hier schon mal angehakt. Und wenn ich es jetzt verschlüsseln wollte, könnte ich hier jetzt den Haken bei Verschlüsseln setzen. Wenn ich das jetzt mache, würde er mir noch einen Fehler bringen, weil wir haben ja noch nicht das Zertifikat von unserem Kommunikationspartner. Deswegen schicke ich jetzt erstmal nur eine unterschriebene E-Mail
Und wenn ich die ganze, also das landet jetzt hier auch bei mir im Postfach, weil das Ganze auf die gleiche E-Mail-Adresse geht. Kann ich jetzt mal gucken. Ich habe hier auch noch Outlook offen, um mal zu zeigen, wie sieht das im Outlook aus. Wenn ich die E-Mail hier bekomme, sehe ich schon im Outlook, gibt es hier auch so ein Siegelsymbol. Und wenn ich die mal doppelt öffne, ist ein bisschen unscheinbar hier drüben rechts im Outlook, hat man ja auch dieses Siegelsymbol, wo er einem dann sagt, diese ist signiert, die Nachricht, und ist somit vertrauenswürdig. Okay, wenn ich dem Ganzen jetzt antworten möchte, ich zeige mal auch noch, wie man das im Outlook einrichten würde. Wenn ich das im Outlook einrichten möchte, muss ich zuallererst mal diese Datei hier per Doppelklick auf den Rechner spielen. Das ist, weil Outlook eben mit dem Windows zusammenarbeitet und da das den Windows-Zertifikatsspeicher benutzt. Hier einfach immer weiter klicken. Wichtig, das Kennwort wieder eingeben, was wir ja eben auch schon gebraucht haben. Und alles andere einfach so lassen, wie es hier auch schon ausgewählt ist. Und dann sagt er mir, Import war erfolgreich. Und dann kann ich auch schon im Outlook, also hier unter Datei, Optionen, ist ein bisschen mehr versteckt als im Thunderbird, gibt es hier unten dieses sogenannte Trust Center. Und hier finde ich unter den Einstellungen für das Trust Center auch den Punkt E-Mail-Sicherheit. Das heißt, wenn ich hier auf E-Mail-Sicherheit gehe, kann ich jetzt hier die Verschlüsselung für mein E-Mail aktivieren, indem ich auf Einstellungen, da hat er auch schon dieses Zertifikat gefunden, was ich eben importiert habe, einfach auf OK klicken. Und auch wie im Thunderbird kann man hier auch den Punkt ausgehen, Nachrichten, eine Signatur hinzufügen, der ist auch ganz hilfreich. Und dann ist das eigentlich auch schon eingerichtet im Outlook. Also man sieht, es ist relativ simpel, es sind wenige Schritte, ist bloß im Outlook ein bisschen mehr versteckt. Wenn ich jetzt diese E-Mail mal beantworten möchte, habe ich im Outlook die Möglichkeit, hier unter Optionen gibt es hier den Punkt Verschlüsselung und sieht schon, auch Signieren ist wieder ausgewählt. Und da ich jetzt das Zertifikat von Alice in dem Fall gerade erhalten habe mit der E-Mail, kann ich das Ganze auch jetzt ab sofort verschlüsselt übertragen. So, schreiben wir mal einen kurzen Inhalt und das Ganze jetzt abschicken, sollte es mir auf dieser E-Mail-Adresse. Ja, ist auch angekommen. Wenn ich das Ganze jetzt öffne, sehe ich die beiden Symbole. Also es ist verschlüsselt und es ist signiert. Also hat alles funktioniert, so wie es sein sollte. Wenn man die E-Mail davor anguckt, da war wie gesagt nur dieser Briefumschlag, also nur die Signatur. Und die Antwort ist jetzt auch verschlüsselt angekommen. Also mehr ist es eigentlich nicht. Wenn ich jetzt hier dem Ganzen wieder antworten würde, wäre sogar hier schon die Verschlüsselung wieder ausgewählt, weil Thunderbird erkennt, dass die Nachricht verschlüsselt war, die wir erhalten haben. Also kann er die auch verschlüsselt zurückschicken. Und wenn ich die jetzt mal wieder zurückschicke an Bob, dann sollte die hier wieder im Posteingang landen. So, hier ist er angekommen. Ach so, okay, hier ist er. Genau, dann haben wir hier auch die Antwort wieder von Alice erhalten und sehen jetzt hier im Outlook auch zwei solche kleinen Symbole, wie gesagt, etwas unscheinbarer. Das Schlosssymbol und dieses Siegel, also was einem sagt, das Ganze ist verschlüsselt, übertragen und signiert. Und das können wir jetzt auch noch anklicken, wurden hier so die Informationen dazu erhalten.
Also das so funktioniert also im Prinzip diese verschlüsselte Übertragung. Mit dem S-MIME-Verfahren war das an der Stelle. Aus Zeitgründen ist jetzt ein bisschen knapp, das P2P noch zu zeigen. Im Prinzip ist das fast identisch. Man braucht eben dafür noch so ein kleines Zusatzprogramm. Deswegen möchte ich mir das jetzt erstmal sparen. Okay, also so viel zur praktischen Demonstration erstmal. Also man hat gesehen, die Schritte sind eigentlich recht einfach, um das Ganze einzurichten. Es sind nur wenige Klicks notwendig. Der einzige Nachteil ist eben, es müssen wirklich beide Kommunikationspartner machen. Ansonsten kann man, wie gesagt, nur die Signatur verwenden. Jetzt ist die Frage, Sie benutzen ja vielleicht ein anderes E-Mail-Programm als das, was ich gerade gezeigt habe. Welche E-Mail-Programme unterstützen das denn überhaupt? Habe ich jetzt mal hier so eine kleine Zusammenstellung rausgesucht, welche E-Mail-Programme das unterstützen. Wie wir schon gesehen haben, Thunderbird kann beide Verfahren verwenden, wobei man bei dem PGP noch dieses Add-on Enigmail, wird das genannt, muss man noch installieren und dann kann man das da auch verwenden. Genauso beim Outlook, das gleiche, verwendet auch S-MIME standardmäßig und muss man noch dieses kleine Add-on GPG for Win, also dieses Verschlüsselungsprogramm für Windows, was dafür benötigt wird, muss man da noch installieren. Wenn man jetzt noch die anderen Windows-Programme anguckt, Windows Live Mail, ich weiß nicht, ob das noch jemand benutzt, das wird, glaube ich, seit einigen Jahren schon nicht mehr unterstützt. Hier wird auch nur S-MIME standardmäßig gehen, PGP wird überhaupt nicht unterstützt und bei der Windows 10 Mail-App, die standardmäßig in Windows 10 erstmal installiert ist, sieht es auch ein bisschen mau aus. Hier geht S-MIME nur für Microsoft-Konten leider und PGP gar nicht. Also die unterstützen das nicht, auch nicht mit Add-ons, ist mir zumindest nicht bekannt. Bei den anderen Betriebssystemen Apple kann man wieder beides leicht verwenden. Wenn wir uns die Webmail-Oberflächen angucken, Gmail oder gmx, web.de, hier muss man sagen, dass die S-MIME, also Gmail nur in der Enterprise-Version und bei GMX und web.de und Yahoo S-MIME gar nicht unterstützen. PGP kann man mit einem Firefox oder Chrome Add-on, nennt sich Mailvelop, hinzufügen. Prinzipiell würde ich aber von solchen Webseiten oder solchen Web-Oberflächen in Bezug auf Verschlüsselung eher abraten, aber das muss man selber überlegen, weil es ist gerade, selbst wenn man hier die Enterprise-Version benutzt, ist es die Frage, ob man seinen privaten Schlüssel Google zur Verfügung stellen möchte. Das würde ich eher nicht empfehlen. Für die Handys gibt es auch Unterstützung bei iOS, S-MIME sogar standardmäßig. Ansonsten bei Android muss man sich eine extra Mail-App, die sowas unterstützt, installieren für diese drei, also für das PGP und das S-MIME, weil diese Standard-Mail-App im Android das leider nicht kann. Aber es gibt genug freie Mail-Applikationen für die Handys, die das auch können. Okay, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung zu den beiden Verfahren. Wie gesagt, das S-MIME habe ich gerade demonstriert im Thunderbird. Das PGP würde ähnlich funktionieren, bloß eben die Oberfläche sieht etwas anders aus. Von den Kosten her ist, wie gesagt, S-MIME kostenpflichtig oder zumindest für die, ich sag mal, sinnvollen Zertifikate muss man leider bezahlen, während PGP da vollkommen kostenlos ist. Dafür wird bei S-MIME eben diese Authentizität der Zertifikate von dem jeweiligen Aussteller gewährleistet. Der sollte zumindest, also ich kenne keinen, der es nicht tut, wenigstens die E-Mail zu überprüfen, dass die auch der Person gehört.
Okay, alles klar. Dann, das war ein bisschen ungünstig. Der Browser hat sich hier im Hintergrund so ein bisschen verabschiedet. Also an der Stelle, bis zu der Stelle bin ich gekommen, ja? Ja. Okay. Genau, also ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle ich rausgeflogen bin. Also hier nochmal die Übersicht zu den beiden Verfahren. Also das S-MIME-Verfahren, wie gesagt, kostenpflichtig, das PGP dafür kostenlos. Dafür hat man eben beim S-MIME die Vorteile, dass die Zertifizierungsstelle uns sozusagen eine gewisse Authentizität der Zertifikate gewährleistet, weil sie zumindest die E-Mail überprüfen, während bei dem PGP-Verfahren das Ganze durch den Nutzer selber geprüft werden muss. Die Zertifikate sind bei S-MIME zwischen 1 und 3 Jahre gültig. Wichtig ist, dass man seine alten Zertifikate immer aufbewahrt, da man die benötigt, um die alten E-Mails wieder zu entschlüsseln. Also wenn man die wegschmeißt, kann man die alten E-Mails nicht mehr lesen, deswegen immer alle Zertifikate aufbewahren. Gerade wenn man jetzt als Unternehmen irgendwas archivieren muss, ist es wichtig, dass man da die alten Sachen auch aufbewahrt. Bei dem PGP kann man die Dauer beliebig einstellen, also das kann man im Programm einstellen. Und gesehen haben wir auch, die Softwareunterstützung ist bei S-MIME natürlich besser, weil es meistens vorinstalliert ist, während bei dem PGP das Ganze nachinstalliert werden muss. Okay, hier noch ganz kurz als Möglichkeit für Unternehmen, die jetzt sagen, das Ganze ist mir zu kompliziert, für jeden Mitarbeiter einzurichten, dann gibt es auch die Möglichkeit, so ein E-Mail-Gateway sich zu kaufen oder von so einem Anbieter zu beziehen. Das ist natürlich nicht gerade kostengünstig, aber ab einer gewissen Größe kann sich das vielleicht lohnen. Hat den Vorteil, dass dieses Mail-Gateway diese ganze Verschlüsselung übernimmt für einen. Das heißt auch das Zertifikatsmanagement, also die Zertifikate aufzubewahren und auch von den Empfängern zu verwalten, macht dann auch dieses Gateway. Und da sozusagen die Übertragung vom Sender zum Gateway ist dann noch mit dieser Transportverschlüsselung und ab da werden dann die E-Mails selber verschlüsselt. Hat wie gesagt ein paar Vorteile, dass man sich nicht als Nutzer selber drum kümmern muss. Und meistens wird auch noch eine alternative Methode angeboten, wenn der Empfänger keine Verschlüsselung unterstützt, dass dann zum Beispiel verschlüsseltes PDF oder eine Nachricht auf dem Webserver sicher bereitgestellt wird. Also das bieten die meistens als so ein Zusatzfeature mit an. Aber das nur so als kleinen Zusatzinfo. Und dann bin ich auch schon am Ende. Also wir haben nicht so viel verpasst von dem Vortrag. War natürlich nur eine kleine Einführung. Also man kann das Ganze natürlich noch sehr viel detaillierter ausführen. Allerdings denke ich, für den Umfang heute sollte das reichen als kleine Einführung. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gern bereit, Fragen zu dem Thema zu beantworten.